Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 7. August 1870. Heute vor 150 Jahren wurde der Industrielle und Unterstützer der Nazi-Diktatur Gustav Krupp von Bohlen und Halbach geboren. Martin Busch. 1906 heiratet der Diplomat Gustav von Bohlen und Halbach die 15 Jahre jüngere Stahlkonzernerbin Bertha Krupp. Deren Vater Friedrich Alfred Krupp ist 1902 gestorben, als reichster Mann Europas. Bekannt für präziseste Transport- und Tötungsmaschinen. Es bedarf eines kaiserlichen Dekrets, damit Gustav fortan den klangvollen Nachnamen der Gattin seinem voranstellen darf. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gerät nicht nur Deutschland ins Taumeln, auch der Essener Stahlbauer. Waffen dürfen laut Versailler Vertrag nicht mehr produziert werden. Daran erinnert ein Reporter anlässlich des 150. Geburtstags des Unternehmens. Von 1919 bis 1935 aber verließen nur unmilitärische Produkte die Werke. Von der Lokomotive bis zum Stahlgebiss. Bis hat Gustav Zeit seines Lebens. Nach seiner Promotion 1893 wird er in der badischen Heimat Staatsbediensteter. Kurz vor der Jahrhundertwende ist er für das Auswärtige Amt in Berlin tätig. Es folgen Stationen in Washington, Peking und Rom. Dort lernt er Bertha Krupp kennen. Als Hitler mächtig wird, fremdelt das Paar zunächst mit diesem Emporkömmling. Bertha will ihn nicht auf der Villa Hügel sehen, dem privaten Anwesen der Familie. Dann 1935 schmeichelt der Führer den Krupps öffentlich auf dem Reichsparteitag. In unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Kurze Zeit später produziert Krupp wieder Kanonen. Gustav erhält von Hitler persönlich zu seinem 70. Geburtstag das goldene Ehrenzeichen der NSDAP. Enkelin Diana Maria Fritz beschreibt ihren Großvater als obrigkeitshörig. Egal wer sie ist die Obrigkeit und als solche hat sie Anspruch auf Respekt und letztendlich auch Gehorsam. Krupp profitiert von den Angriffskriegen der Nazis und von erzwungener Arbeitskraft, auch der von KZ-Häftlingen. Ex-Bundespräsident Theodor Heuss betont zwar 1961 auf der Feier zum 150. Jubiläum, die Herstellung von Waffen sei seit Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte ein historischer Tatbestand. Doch da hat der älteste Sohn von Gustav und Bertha, Alfred, bereits 6 Jahre Haft hinter sich. Er war 1938 in das Direktorium berufen worden. Vater Gustav hätte sich ebenfalls bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen verantworten müssen, galt krankheitsbedingt aber als verhandlungsunfähig. Er starb 1950. Geboren wurde Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, ohne das Krupp im Namen, am 7. August 1870. Heute, vor 150 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.